Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen. Nicht in meinem Fahrzeug, ich fahre momentan Kippsattel und fahre wieder auf den Golfplatz. Wahrscheinlich werde ich später irgendwann in mein Fahrzeug steigen, gegen Mittag, und werde wohl in Reichenbach den Radbagger holen. Und dann schauen wir mal. Ja. Aber ich habe nicht wirklich viel Equipment dabei. Ich habe nur die Kamera und meinen Ständer. Ansonsten habe ich nichts dabei. Sorry, den ganzen Tag Kieber gefahren. Jetzt haben wir es. Funk ist noch an. 17:45 Uhr. Ich richte jetzt noch meine 7 Sachen hier. Morgen fahre ich wieder mit meinem Fahrzeug. Morgen früh fahre ich zuerst unseren alten Hitachi Radbagger nach Landstuhl. Dann fahre ich weiter nach Reichenbach, hol den A29 wahrscheinlich nach Hause, unseren. Und dann Landstuhl, Heliport oben, Hospital, da den 936. Vermutlich geht er wieder nach Rockenhausen. Vielleicht auch auf eine andere Baustelle. Keine Ahnung. So sieht es momentan mal aus. War natürlich der Akku noch leer, hängt jetzt gerade am Ladekabel. Ja. Montag, wie gesagt. Bin 12, 13 Mal bin ich von Sembach auf den Röderhof. Auf den Golfplatz halt gefahren. Sorry. Aber auch wieder in der Eile nur die Hälfte an. Das heißt nur die Hälfte, nur eine Kamera und das Stativ dazu. Dann hat es ein, zwei Mal geregnet zwischendrin. Filmen war halt nicht so. Ich habe darauf gewartet, dass ich einen Anruf kriege, dass ich nach Hause kommen soll mit meinem Auto weiterfahren. Der kam halt nicht. Alles gut. Kipperfahren ist schön. Aber so eine, wie soll ich sagen, so eine immer das ein und selbe. Kann man mal einen Tag machen, ja, der geht vorüber. Wenn du das länger machst, boah, da wirst du, weiß nicht, wirst du dumm und fett. Fett bin ich schon. Wie gesagt, morgen früh geht es weiter mit meiner Kiste. Muss ich noch aufsatteln. Gucken wir mal. Also, bis gleich.
alles zu mir, ja. Ach, nee. Ich habe ja den Radbagger geladen eben. Im Hof. Der geht. Alter. Der geht zur Liebe. Der ist anscheinend verkauft oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder in Zahlung gegeben, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt erstmal jede Menge Stau. Jede Menge Stau hat sie erstmal. Geht hier schon los. Hier schon los. Aber wenn die hier schwarz machen jetzt heute und dann denke ich, wird es in den nächsten acht Tagen weitestgehend über die Bühne gegangen sein. Hoffe ich. Hoffe ich. Irgendwie jetzt müsste das gleich kommen. Es geht den Berg runter, geht quasi rein und dann biege ich links ab. Könnte auch sein, dass ich mich täusche, aber es müsste hier jetzt gleich sein. Ich war zwar schon hier, bin auch einige Male vorbeigefahren, aber ich kann mit. Alter, ich bin voll am Rasen hier. 75. Aber kann mir das nie richtig merken. Da sind wir doch schon daheim. Da sind wir doch schon daheim. So, der Kollege gesagt, ich soll links an der Waage vorbeifahren. Irgendwo oben wäre ein großer Platz. Draußen, ne, der Bagger steht nicht draußen. Auto vorne dran. Also den Bagger sehe ich hier auch nicht stehen, der muss irgendwo da oben stehen. Das Auto steht ja top hier, hä? Steht hier ein Bagger von uns, ne, ne? Das Auto steht ja top hier.
ohne Worte. Unglaublich. So, hier ist ein Roter. Da oben soll jetzt der Bagger stehen. Hier rein. Oder noch ein zweiter. Aus wird es wohl nicht gehen, oder? Oder? Doch, da kommt noch was. Ach, vom, ah, da ist ein Tor, okay. Ah, da, ah, da. Ah, da. Da ist er. Hochheben. So. Fahre ich doch gerade dahin und nehme den Bagger. Oder stehe ich hier wieder drin im Weg? Komm in den LKW. Sorry. Hier, sorry, so hatte ich hier den 926 kompakt mit Sortiergreifer und Ladelöffel und den bringe ich auf den Schneeberger Hof. Da muss ich das mal gucken. Schneeberger Hof, ich weiß, dass der irgendwo bei Kirchheim-Pollanden ist. Ja, wie fahre ich noch mal genau hin? Das ist die nächste Frage. Wir sind hier gerade in Kirchheim-Pollanden, die Hähde Nuff. Mit 25.
nächste Steinbruch. Eieiei. Ach, schmerzfrei. Käsig und Verlehre. Käsig und Verlehre. Schmerzfrei. Navigation an, weil ich habe so den Weg quasi nicht so im Kopf. Diese Straße hier, die führt weiter rüber Richtung Rockenhausen. Da kommst du quasi, wenn du bei uns aus dem RC-Platz rausfährst, von der linken Seite. Ich komme ja immer den Berg hoch aus Rockenhausen hoch. So. Ich hoffe nur, dass das passt. 13% Gefälle. Wow. War es keine Erinnerung, okay. Muss mal ganz kurz, das hätte ich können schon zu Hause machen. Ich fahre hier rum, weil meine Baustelle ist quasi direkt am Eingang von dem Hof. Muss ich nicht hier rum und durch den ganzen Hof fahren. Das mache ich mit Sicherheit nicht. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ich glaube, da ist eine Rechtskurve und da geht es links ab. Ich muss aber in die Rechtskurve quasi weiterfahren. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Waren wir ganz früher, als die Windräder gebaut wurden hier. Oh, schon 20 Jahre her. Da bin ich hier mal durchgefahren. Stand auch, glaube ich, eine Zeit lang das größte Windrad Deutschlands oder so, glaube ich. Da war ich mal da oben, aber ansonsten niemals mehr wieder.
mehr kann ich nicht. So, Navi will wie gesagt 900 Meter links ab, aber ich fahre rechts rum. Gehe nicht davon aus, ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus. Ja, müsste dann Gerbach durchfahren. Und in Gerbach müsste ich dann, ja, also ich denke nicht, dass ich durch diese Straße durchkäme. Deshalb, ich fahre jetzt hier vorne rechts gleich 450 Meter, ja, fahre ich hoch bis an ein Forsthaus, weiß nicht genau, wie es heißt, Forsthaus Pfalz oder so, ich habe keine Ahnung. Und da geht es links ab. Werden, denke ich. Mal gucken, was Navi sagt, ob ich drehen soll. Nö. Das alles mal ein bisschen rappelt, wackelt. Ich hab schon mal geguckt, ob ich hier, wo der Tisch abgestützt wird, ob ich da nicht irgendwie ein Stück Stoff oder so reinmachen kann, aber das genau. Ich finde allerwertesten. Dass die heiß wird. Yes, it's not. Zeigen, dass du noch da bist, ja. So. Hier ist ein Windrad. Oder was ist da los? Da steht Fahrzeuge. Irgendeins davon war mal das größte Windrad Deutschlands, Europas, ich habe keine Ahnung. Habe ich damals geholfen, noch Schotter beifahren. War relativ Anfangszeit von meiner Fahrerei. Das ist, glaube ich, ein ehemaliges Munitionslager irgendwie, wenn ich das recht weiß. So, hier geht's hier rein nach Gerbach oder die nächste. Hier rein ist ja nicht, oder? Da komme ich ja nicht durch. Hier rein geht's in den Wald. So, da komme ich auch nicht rum. 7
4,5 Tonnen. Perfekte Straße für mich. Perfekte Straße für mich. Anliegefrei, ja, wenigstens etwas. Schulbus entgegen. Noch 2 Kilometer hier. Da schauen wir mal. Kriegen wir auch noch hin. Falls es nicht enger wird. Siehst halt jetzt auch hier. Siehst halt nicht, wie weit kannst du rechts raus, falls jemand entgegenkommt. Hier bricht auch schon überall die Straße weg, also ich denke, allzu weit wirst du nicht rausfahren können. Transporte mit der Windradteile drüber gefahren sind. Aber ja. Ai, 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 ai. Ich glaube, da war das. Ich glaube, das war der Weg, wo das Tor dran war oben. Taube. Ach, die ist vom Agge. Gut. Gleich hier vorne das, wo man drauf guckt, also das lange, das quer quasi zur Straße steht. Das muss es sein. Ich gehe mal davon aus, dass nebendran das wegkommt, dieser Anbau. Gucken, ob ich da irgendwie abladen kann, ansonsten muss ich halt seitlich runterfahren. Ich dachte, ich könnte hier drehen, ne? Das kann ich knicken, das kann ich voll knicken. Verdammt. Ich dachte, hier könnte ich eventuell drehen, aber das kann ich absolut knicken. Alter, das ist doch wieder da nicht euer Kackernst. Vielleicht kann ich hier da hoch hinfahren. Mensch mehr durch, wenn da Bus kommt oder Auto kommt oder irgendwas. Gucken,
gucken, ob ich den Bauer finde, ob ich da vielleicht rückwärts rein kann in den Weg.
Haben jetzt vorhin kam ein Bus, ich bin mal kurz hier vorgelaufen, haben einen Bus, der fuhr hier rein, der fuhr hier rein und ist dann, hat hier unten drin gedreht irgendwo und ist dann hier wieder rausgefahren. Wenn ein Bus hier rausfahren kann, sollte das bei mir auch klappen, sollte. Was soll ich sagen? Danke. Was soll ich sagen? Außer der Bagger ist ohne. Zwei, drei Kratzer hat es natürlich gegeben. Aber ist nichts kaputt, nichts voneinander gerissen. Alles gut. So. Dass ich hier von der Wand wegkomme. Baum. Habe ich alle Ketten hinter drin. Also ich werde es jetzt einfach mal wagen, ob ich so rumfahren kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier gedreht kriege, ich glaube ich nicht, wird dieser Blumenkübel weg, dann wird es wahrscheinlich gehen. Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, wie es da unten drin aussieht. Also der Bus hat da unten drin gedreht. Jetzt fahre ich ja doch durch den Hof durch, ne? Wenn ich die Backe eventuell irgendwann wiederhole in ein paar Tagen. Hier habe ich auch nicht gedreht.